hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit. Heute kommt die News-Folge. Und es wird zwei Teile geben, weil ich habe vor einem Monat die letzte News-Folge gemacht. Und da ist ja wirklich viel passiert. Und diese News-Folge soll euch dienen als Sum-Up, als Zusammenfassung von allem dem, was ich sehr wichtig fand in der letzten Zeit. Weil ihr habt bestimmt ein Leben, ihr habt bestimmt auch eure eigenen Probleme und Herausforderungen und so weiter. Und ihr verfolgt wahrscheinlich nicht alle Reality-Stars auf Instagram. Und deswegen habe ich hier mit meinem Team fleißig immer alles in eine WhatsApp-Gruppe geschickt und euch das jetzt hier einmal aufbearbeitet. Ich gebe etwas zu, und zwar habe ich beim Thema News-Folge dieses Syndrom, wie nennt sich das? Das habe ich auch immer beim Lernen und bei Papierkram und so. Das muss ja immer alles, also ich habe dann auch immer das Gefühl, desto länger Zeit vergeht, desto mehr hat sich dort aufgesammelt und ich brauche dann für die News-Folge 800 Stunden. Und dann muss ich das ja alles noch so zurechtschneiden, dass es halt ein schönes Layout für euch ist. Und in dieser Gruppe sind auch drei Ladies, die da mit mir dran arbeiten. Und jede von diesen Ladies hat ein anderes Handy. Und deswegen hat jede Sequenz gefühlt irgendwie ein anderes Format. Und es ist eine richtig lange Fuchtelarbeit. Und ich drücke mich auch immer ein bisschen davor. Ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt kommt aber hier am Sonntag, Nachmittag, Abend eine sehr, sehr schöne News-Folge mit wirklich wichtigen Dingen. Und ich habe meine Perlenkette vergessen, obwohl egal, die trage ich heute nicht. Ihr wisst ja, dass ich sie manchmal trage. Und ja, deswegen sind wir jetzt heute hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Heute im Vorgeplänkel möchte ich über etwas sprechen, worüber ich eigentlich immer spreche, aber was mir halt auch immer wieder mehr und mehr bewusst wird, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele intime Geheimnisse mir anvertraut werden. Und manchmal höre ich auch so, wow, du bist irgendwie so der Erste, bei dem ich das Gefühl habe, ich kann es sagen. Und ich frage mich so, okay, warum? Ja, warum? Weil ich halt offen mit meinen Themen umgehe. Gestern zum Beispiel waren wir auf einer Hausparty und wir haben über eine Party geredet, die demnächst stattfindet. Und dann habe ich halt gesagt, jo, ich muss mal gucken, ob ich da schon fit bin, weil ich da eine OP habe. Und dann war es so erstmal so, ah, okay. Und irgendwann hat jemand in der Gruppe gefragt, ja, was machst du denn? Oder was lässt du denn machen? Und ich so, ja, also ich hatte vor 10 Jahren eine verkackte Fettabsaugung am Bauch. Und ich habe seitdem mit den unschönen Ergebnissen zu kämpfen. Also es ist wirklich so, dass immer wenn ich am Strand bin, ich so den ersten Tag vielleicht noch strong bin, so auch von meinem Mindset, und dann fängt es eigentlich schon an. Ne, es ist halt dellig, an bestimmten Stellen ist die Haut verklebt mit dem Muskel und dann ist da gar nichts und auf den anderen Stellen ist Fett, was man anfassen kann. Und ich habe das dann einfach so rausgehauen. Ne? Und es hat was mit den Menschen gemacht. Und ja, dann hatte ich danach halt so Gespräche, die sehr, sehr vertraut waren. Und dann habe ich auch so die Rückmeldung bekommen, krass, wie schön, dass du so offen darüber reden kannst, weil dann Menschen auch irgendwie Themen haben, über die sie sich nie getraut haben zu reden. Und ich finde das einfach voll schön, weil früher hätte ich das auch nie gesagt. Ich erinnere mich noch, mein Ex hat, ich rede immer über meinen Ex, ne? Aber das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich stand mal unter der Dusche und er wollte mit dazukommen und dann meinte er irgendwann so, mal, hast du irgendwie mal am Bauch eine OP gehabt? Weil du hast da so, also hast du? Und dann dachte ich so, wow, what the fuck, jetzt kann er mich nie wieder sexy sehen, weil er denkt, weiß nicht, ich bin so ein OP-Opfer oder irgendwie sowas. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil mein Selbstwertgefühl Anfang der 20er nicht gut war und ich dachte, wenn ich hübscher werde, dann werde ich auch selbstbewusster und so. Und ja, es war einfach eine Entscheidung und die gehört einfach zu meinem Leben. Und warum sollte ich nicht darüber reden? Und das fühlt sich einfach super befreiend an. Ich habe gestern auch nach der Gassi-Runde ein bisschen geheult, weil ich einfach so erleichtert war. Ich hatte ja gestern am Morgen eher depressive Stimmung und habe dann mir das so von der Seele geredet mit euch. Ich habe auch die Kommentare gelesen. Wow, sind einfach Zucker. Und dann dachte ich mir so, wie schön, dass du einfach darüber reden kannst. Weil Leute, wir sitzen alle im selben Boot. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen soll.
Und Menschen, die sich verschließen aus Angst oder so, ihr schöpft einfach die Schönheit dieses Miteinanders nicht aus. Das kann ich euch mit Brief und Siegel bestätigen. Es ist so viel schöner, wenn ihr euch verbunden fühlt und wenn ihr wisst, okay, diese Sachen beschäftigen auch andere. Ja, apropos Schönheit, wir waren gestern in der Schanze was essen und dann kamen zwei Schnuffelhäsinnen auf mich und während ich mit denen gequatscht habe, haben sich vier weitere auf eine Bank gesetzt, weil sie gewartet haben, bis ich mit den ersten beiden quasi zu Ende geredet habe. Und ich habe gehört, und das höre ich in letzter Zeit voll oft, dass ich live viel schöner aussehe als auf der Kamera. Und ihr wisst ja, ich will immer schön sein. Also das ist so ein Ding, manche Sachen kriegst du raus, manche Sachen kriegst du nicht raus. Und ich habe halt häufig auch Komplexe, was mein Aussehen angeht. Ist einfach so, ich mache jetzt auch nicht Fishing für Compliments, aber es hört sich immer voll gut an, weil ich mir so denke, ja, andersrum wäre halt nochmal anders. Ne? Schau mal, wo du siehst jemanden auf der Kamera und dann denkst du so, oh, was für eine schöne Person. Und dann siehst du die auf der Straße und bist so, okay, what is happening? Also danke auch dafür, das geht bei mir halt einfach unter, runter wie Butter, nicht unter, runter wie Butter. Und ja, apropos Schönheit, ich habe euch ja ein bisschen teilhaben lassen an meinem Geburtstag, den ich jetzt mittlerweile vor 2 Wochen gefeiert habe. Und da hatte ich einen wundervollen, talentierten Fotografen, den Sahid. Und den habe ich auf meinem Geburtstag gesprochen. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Hallo! Hi. Du bist auf meinem Geburtstag und zwar bist du hier ja als Fotograf unterwegs. Willst du dich den Schnuffelhasen einmal vorstellen? Genau. Hi, ich bin Sahid. Ich bin Hochzeits- und Eventsfotograf aus Hamburg. Was mich an Fotografie begeistert, ist halt, dass ich meinen Kunden, jetzt Daniel, einfach schöne Momente geben kann, die ihn oder euch begeistern und dass ihr einfach Sachen habt, an die ihr euch euer Leben lang erinnern könnt. Voll schön. Das merkt man auch, weil ich hatte ja hier jetzt dir gesagt, Oscar Nights ist so das Thema und dann hattest du direkt schon Ideen. Was hast du dir zum Beispiel bei Oscar Nights gedacht? Was passt dazu ganz gut? Ja klar, also natürlich denkt man sofort bei Oscars an die Oscars und dann das Paparazzi-Blitzgewitter. Und daraufhin habe ich dann Daniel ein paar Vorschläge gemacht, ein paar Bilder gemacht und gezeigt, die ich schon gemacht habe in diesem Stil. Wir blenden die auch gleich mal ein, so ein paar Highlights, damit ihr euch so vorstellen könnt, wie das aussieht. Ich hatte jetzt noch nie einen Fotografen, aber ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dir. Und wenn ihr auch einen Fotografen braucht, um eure besonderen Momente festzuhalten, dann ist das hier der richtige Mann für euch. Ja, dann auf einen schönen Abend, ne? Auf jeden Fall. Genau. Der süße Sahid hat einfach geilste Arbeit geleistet und hat einfach diese Momente so schön festgehalten. Ich werde, glaube ich, mein Leben lang gerne darauf zurückgucken, auf diese Feier. Und wenn auch ihr einen Fotografen sucht für eure Hochzeit, eure Taufe oder die eurer Kinder, eures Kindes, dann schreibt ihn gerne an. Der freut sich ganz bestimmt und wird auch eure Momente für immer auf die schönste Art und Weise einfrieren, sodass ihr da immer wieder zurückgucken könnt. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, abonniert diesen Kanal, werdet ein Teil der Schnuffelhasen-Community. Ich bin so unfassbar stolz und so unfassbar dankbar. Ich glaube, manchmal realisiere ich das noch gar nicht. Und ich werde dann immer wieder schön daran erinnert, wenn ich eben Begegnungen mit euch habe. Deswegen kommt weiterhin auf mich zu, sprecht mich an. Genau, ich freue mich immer drauf. Immer, immer, immer. Außer, ja, ich bin halt auch noch ein Mensch. Es gab auch schon mal Schnuffelhasen, die haben mich angesprochen. Da war ich auf dem Weg zu meiner Bahn, die ich sonst verpasst hätte. Und dann war ich vielleicht auch mal gestresst. Ne, kann ja passieren. Aber sprecht mich gerne, gerne an. Ich liebe das einfach. Mein Herz geht auf. Und dann würde ich sagen, let's go. Aktiviert auch die Glocke, weil ich lode schon zu unterschiedlichen Uhrzeiten ab. Und so verpasst ihr einfach gar nichts. Ne? Und dann würde ich sagen, let's go. Ach so, eine Sache noch, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wobei ich glaube schon. Es ist ja so, dass ich für Join Partyworkers kommentiere. Und da sind wir gerade schon bei der zweiten Reaction. Jetzt am Donnerstag kommt die dritte. Und da geht einiges ab. Die müssen ja arbeiten gehen auf Mallorca. Und dann kriegen die am Ende quasi so eine rote Karte oder eine grüne Karte, je nachdem, wie die sich angestellt haben. Und ich kann euch sagen, die trinken vor.
um arbeiten zu gehen. Und da passieren einige lustige Sachen. Es gibt auch Romanzen, es gibt schon, ja, auch Probleme und so. Und ich muss sagen, es ist köstlich. Also geht gerne rüber zu Join. Das ist auch der Link unten. Da könnt ihr die Folgen in voller Länge kostenfrei sogar gucken. Und dann geht auch auf die Reactions auf dem YouTube-Kanal von Join. Ne? Zwei Doppelfolgen sind quasi schon da. Ich mache immer eine Reaction zu einer Doppelfolge. Und jetzt am Donnerstag kommt die dritte Folge und ich muss sagen, ich lieb's. Ich bin da voll drin. Ich habe die Charaktere auch irgendwie in mein Herz geschlossen. Weiß gar nicht mehr, wie ich ohne die irgendwann weiterleben soll. Ja, guckt da gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, jetzt starten wir. Und zwar mit Martin Angelo. Martin Angelo war ja bei dieser Wiedersehensshow und dann hat er da ein Posting gemacht und sagt, eine turbulente und aufregende Reise geht zu Ende, obwohl es für euch so aussah, als hätte es nur Drama gegeben, kann ich euch sagen, dass wir überwiegend schöne Momente hatten und diese werde ich immer in toller Erinnerung behalten. Ich bin dankbar, dass ich an dem Format Charming Boys teilnehmen durfte und vieles über mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gelernt habe. Ich habe mich nicht immer korrekt benommen, ich weiß. Ja gut, also ein bisschen Einsicht kommt hier so durch, das finde ich ganz toll und wichtig. Ich bin ja noch sehr vorsichtig, weil die Visagen von Kevin und von Martin bei der Wiedersehensshow waren einfach abgrundtief hässlich, so von der Energy her, wie die auch Philippe und Nick angesehen haben. Da denke ich mir so, ja, ich bin ja mal richtig gespannt, wie viele gute Momente nicht ausgestrahlt wurden. Ich bin ein glücklicher Mensch und habe sehr viel Spaß am Leben, aber diese Sprunghaftigkeit und auch meine Ausbrüche jeglicher Emotionen begleiten mich schon mein ganzes Leben und ich bin ständig auf der Suche nach was genau. Ich weiß ich irgendwie selber nicht, aber ich wünsche mir, dass ich es vielleicht mit einer Therapie herausfinden werde. Beste Entscheidung in diesem Jahr, die ich so gehört habe von irgendeinem Trash-TV-Teilnehmer. Martin, mach es. Mach es. Es verändert Leben. Ich sag euch, ich wäre wahrscheinlich noch 10 Jahre in meiner letzten Beziehung geblieben und hätte mich selber übergangen und hätte weiterhin mit Übelkeit gelebt und so weiter. Und ich wäre niemals zu diesen Erkenntnissen gekommen in dieser kurzen Zeit. Danke für alle Menschen, die trotzdem mein großes Herz sehen und daran glauben, dass ich kein schlechter Mensch bin, denn das bin ich nicht. Ich trage sehr viel Liebe in meinem Herzen, aber genauso viel Enttäuschung und eine große verletzte Seite. Und es sind viele Dinge, die mich triggern und dann leider aus der Fassung bringen. Ja, das hört sich doch einmal ein bisschen hoffnungsvoller an, muss ich ganz ehrlich sagen, Maus. Ne? Weil, ja, wir haben ja auch mal kurz gequatscht auf dem CSD in Köln. Und da habe ich Martin gefragt, ob er ein Interview mit mir führen möchte. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du, ne, wirst da gerade nicht so geil dargestellt in dem Format, aber ich sag mal so, oftmals, wenn man sich dann irgendwie danach nochmal hinsetzt und reflektiert und so, dann können die Zuschauer das einem auch, ja, anerkennen und einen nochmal in einem anderen Licht sehen und dann hat er zu mir gesagt, nee, so wie ich gezeigt wurde, so bin ich. So, deswegen bin ich sehr positiv überrascht, dass in der Zeit seitdem, das ist ja irgendwie drei Monate her, dass da eventuell doch noch ein Umdenken stattgefunden hat, weil damals habe ich dann auch nicht nochmal nach dem Interview gefragt, weil ich mir so dachte, okay, diese Seite kennen wir ja, die muss ich jetzt nicht nochmal in einem Interview besprechen. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen und machen Fehler, daran sollten wir arbeiten. Ich habe mir vorgenommen, mehr an mir und meiner Person zu arbeiten. Nächste Woche habe ich ein Erstgespräch, um mich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und vor allem, weil ich mir erhoffe, besser mit Situationen umzugehen, damit es mir in meinem Alltag besser geht und ich meine Emotionen besser im Griff habe. Ich weiß nicht, wohin mich diese Reise führen wird, aber ich hoffe, dass ich etwas mehr innere Ruhe zu spüren bekommen kann und vielleicht weniger impulsiv handle. Nicht immer sofort explodiere und eventuell auch mal weiß, was ich wirklich will. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das laut in die Öffentlichkeit posaunen würde, aber der Gedanke, eine Therapie zu machen, den hatte ich schon lange, nur ist es mir schwer gefallen. Warum es mir schwer gefallen ist, kann ich euch gar nicht so wirklich beantworten, aber allein der Griff zum Hörer oder eine Mail zu schreiben, war für mich extrem anstrengend und hat total viel Überwindung gekostet. Ja, das glaube ich dir. Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, bei meiner Therapeutin, wenn ich jetzt irgendwie ratlos da sitze,
dass ich mich schämen müsste, weil sie ist so ungefähr so alt wie ich und ich darf da auch lernen, nochmal mehr loszulassen und mehr dieses Gesicht zu wahren. Ich mache fürchterlich viele Witze in der Therapie und ich glaube, das hat alles was so mit Charme auch zu tun, ne? Dass sie jetzt nicht denkt, oh Gott, der Typ ist total durch. Also es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, aber das ist halt ein Prozess, ne? Und jetzt haben wir hier nochmal ein richtig schönes Video, wo ich so denke, was ist das? Ihr wart so scheiße zueinander in diesem Format. Warum habt ihr jetzt so einen Moment? Wie ist das entstanden? Wollt ihr mir erzählen, ihr seid Freunde? Die waren ja dann auch auf CSDs gemeinsam zu sehen. Und ich denke so, ihr wart so kacke zueinander in dem Format. Also wie Martin auch immer den Aaron verraten hat und gegen ihn geschossen hat und so. Denke ich mir so, dieser Person würde ich doch niemals eine Zunge in den Hals stecken wollen. Jetzt sind wir ja schon bei den Charming Boys und wir schauen uns auch einfach mal das Statement von Kevin an. Ich habe extra bis zur Wiedersehensshow gewartet und dachte mir, okay, da wurde so viel besprochen, da muss doch mal einiges dabei sein, was mal ein bisschen Klarheit schafft, aber leider nicht. Okay, aber was könnte Klarheit schaffen? Also ich meine, ich sage immer so, 24 Stunden seid ihr dort. 45 Minuten oder eine Stunde wird gezeigt. Aber das, was gezeigt wird, ist ja passiert. Ich mache auch dem Sender gar keinen Vorwurf. Ich mache auch der Produktion gar keinen Vorwurf. Nee, du solltest glücklich sein, dass die dich nicht rausgeworfen haben und TV-Verbot verkündet haben. Er sagte, er ist nicht sauer auf den Sender. Der Sender sollte mal nicht sauer sein auf dich. Punkt 1 ist, dass ich ständig damit konfrontiert werde, dass ich die Community nicht richtig repräsentiere. Also ich gehe nicht in eine Reality-Show rein, um die Community zu repräsentieren. Ja, aber du machst es halt automatisch. Ne? Du machst es einfach automatisch. Und die Gay-Community ist einfach in der Minderheit. Es gibt ein Gay-Dating-Format pro Zeit, wohingegen es 10 Nicht-Gay-Dating-Formate gibt, so, und da ist das Augenmerk einfach höher drauf. Und dann gibt es ja auch so viele, die sich nicht trauen, zu ihrer Sexualität zu stehen, und dann ist automatisch das Gay-Dating-Format so ein bisschen so ein Aushängeschild für die Gay-Community. Ist einfach so. Ich gehe in eine Reality-Show rein, um sie zu gewinnen, um Spaß zu haben, um Geld zu verdienen, ja? Ja, das passt auch zu dir, ne, mit deiner Markenvorliebe, aber denk mal drüber nach, wie sehr du dann doch die Gay-Community repräsentierst. Es ist keine Aufklärungsshow, es ist eine Unterhaltungsshow. Ich bin auch kein Aktivist, ich bin kein Mr. Gay Germany. Er checkt's halt einfach nicht. Na, seit wann haben wir Gay-Dating-Shows in Deutschland? 5 Jahre oder 4 Jahre? Merkst du nicht, wie doll das doch wichtig ist für die Community? Punkt 2 ist, dass ich ständig als Mobber, als den schlechtesten Menschen eingestellt werde, Martin und ich. Dabei haben wir uns eigentlich nur gewehrt. Ja, genau. Naja, aber wenn dein also was du ja ausgelebt hast, war ja ganz klar Mobbing, ne? So, und wenn dein Gegenüber dich mobbt, dann mobbst du doch nicht zurück. Also du besiegst doch nicht Gleiches mit Gleichem. Dann gehst du zur Produktion, wenn dich jemand mobbt, beschwerst dich und sagst, hey, das verstößt doch eigentlich gegen eure Richtlinien und Werte, oder nicht? Aber dann wirst du ja nicht mindestens genauso gehässig. Das Wort Mobbing sollte wirklich mit Bedacht gewählt werden, ja? Ja, aber es sollte auch zur Sprache gebracht werden, wenn es stattfindet. Ich weiß zum Beispiel, was Mobbing heißt. Mobbing ist nicht nur mal kurz 24 Stunden oder mal 48 Stunden. Mobbing ist über einen kontinuierlichen Zeitraum hin. Ach so, es ist also nicht Mobbing, weil es nur 48 Stunden stattgefunden hat. Ist da irgendwo eine Definition, ab wie vielen Minuten oder Stunden Mobben wirklich Mobben ist dann offiziell? Nicht nur täglich, nicht wöchentlich, sondern es geht jährlich. Okay, also wenn du wöchentlich gemobbt wirst auf der Arbeit, dann zählt das nicht, weil es muss jahrelang stattfinden. Das ist ein bisschen Banane für mich. Man wird jeden Tag mit seiner Sexualität konfrontiert, man wird fertig gemacht, man wird geschlagen. Das ist Mobbing. Ah ja, okay, verstehe. Aber wenn man gemobbt wird, weil man einfach Pickel beispielsweise hat oder übergewichtig ist oder andere einen aus irgendwelchen anderen Gründen nicht akzeptieren wollen in der Gruppe, dann zählt das nicht. Also es geht nur, wenn man über Jahre hinweg wegen seiner Sexualität gemobbt wird. Dann ist es akzeptiert. Was laberst du für eine Scheiße? Die Sache mit Philipp ist natürlich ein bisschen anders. Philipp, ich sag mal so, ich greife niemanden an, wenn ich nicht angegriffen werde. Und Philipp hat mir schon sehr viel Spielraum gelassen, was das betrifft. Also ja, wo denn? Warum wurde das nicht gezeigt? Also, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, dann kam der erste Streit mit Martin. Ich war leider nicht vor Ort, weil ich war gerade im Interview, bin ich ganz ehrlich. Also ich war gerade im O-Ton und als ich wiederkam, ist alles schon passiert. Philipp sagt ja, dass er sich von Leuten distanziert, die ihm nicht gut tun. Warum ist er dann nicht aus der Sala ausgezogen? Ach so, genau.
weil das vielleicht auch irgendwie so sein Job ist oder Standbein, das er ausbauen möchte. So, also er hängt nicht gerne mit denen ab. Aber warum sollte er dir den Gefallen tun und das Format wegen dir abbrechen? Was hat er sich hier für Argumente zurechtgelegt, der Junge? Warum ist er dann immer noch bei uns geblieben? Verstehe ich nicht so ganz. Er hat von Stunde null an neben mir geschlafen und ich habe natürlich zu Martin gehalten. Klar, habe ich die Situation erstmal von beiden Seiten angehört, aber ich halte natürlich zu meinem Teampartner. Ja, ne? Es war von beiden Seiten aus nicht schön. Klar, gut. Gut, ne? Also mir ist es eigentlich egal, wer recht hat und wer nicht. Also, dass der Martin da so ausgetickt ist und vor versammelter Mannschaft den Philippe quasi ausgegrenzt hat und so weiter, war dann sekundär. Er hat einfach nur geguckt, okay, ist mein Teampartner und deswegen bin ich mal ganz subjektiv. Philipp hat schon sehr oft provoziert, nicht nur mit seiner esoterischen Art, die einen wirklich dann langsam mal auf die Nerven ging. Also er hat ja wirklich da Sachen rausgehauen, wo ich mir denke, das ist ja übernatürlich. Das ist ja. Also er provoziert damit, dass er esoterisch ist. Weißt du? Es geht darum, die Andersartigkeit deines Gegenübers zu schätzen, zu tolerieren, zu lieben. Verstehst du? Es kann doch nicht sein, dass er jetzt die Esoterik Philippes nimmt als Provokation. Ich kam mir wirklich vor wie bei American Horror Story Staffel 3 mit den Hexen. Ja, aber genau so wirkst du ja auf andere auch. Mit deinem Louis, mit deinem Fendi, mit deinem Whatever und mit deinem wirklich toten Gesichtsausdruck, der wirklich nach Hölle schreit. Also da könnte man sich auch fühlen wie bei American Horror Story. Ich lasse mich aber auch nicht maßregeln und ich lasse mir auch nicht sagen, wann ich irgendwelchen Abwasch zu machen habe. Ich lasse mich nicht als Heulsuse betiteln, nur weil ich geweint habe, weil ja ein Zaubermaus aus dem Haus gegangen ist. Ich lasse mich auch nicht als Schlampe bezeichnen, das kam auch aus seinem Mund. Ja, aber genau das Gleiche hast du ja auch erwidert. Also wenn du das so schlimm findest, dass du geslutshamed wirst beispielsweise, wie kann es dann sein, dass die Kamera auch nur ein einziges Mal dich dabei gefilmt hat, wie du auch slutshamest? Verstehst du? Wenn das gegen deine Werte verstößt, dann darfst du das ja selber auch nicht leben. Und deswegen irgendwann reicht es mir auch mal. Das sind natürlich alles so Sachen, die nicht gezeigt worden sind, weil das Bild eines perfekten schwulen Paars trügen würde. Ich muss sagen, beide sind ein tolles Paar, ein schönes Paar. Ich weiß nicht. Also finde ich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Philippe so bösartig ist und dass man das einfach nicht gezeigt hat. Weil dann wäre ich an deiner Stelle wirklich sauer auf die Produktion. Ich meine, warum sollten die aus dir etwas machen, was du so gar nicht bist? Der Höhepunkt war dann, als in der Nacht, wo wir das Paar wählen mussten, was einstimmig die wieder verlassen sollte. Philipp hat nicht nur zu Martin gesagt, oder nicht nur zu uns gesagt, ich trete euch in den Arsch oder ich trete euch in den Arsch. Philipp hat Martin auch Schläge angedroht. Er hat ihm angedroht, er würde ihm die Nase brechen, dann müsste er nicht mehr zum Schönheitschirurgen gehen. Und daraufhin hat Martin zu ihm gesagt, ach, fick dich doch. Okay, wenn das passiert ist, dann muss man ganz ehrlich sagen, geht natürlich gar nicht. So, Schläge schon mal sowieso nicht. Und ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden aus dem Haus, der das bestätigen kann? Diese Blicke, auch diese Sprüche haben so oft provoziert. Deswegen finde ich es auch schade, dass andere in irgendwelchen Interviews behaupten, es gab niemals Spitzen von Philipp, es gab niemals Spitzen von Nick. Warum behaupten die das denn alle? Es ist spannend irgendwie, ne? Warum bist du auf der Fashion Show 2-3 Wochen nach der Show, nach Charming Boys, zu mir gekommen? Auf der Fashion Show, wo mir übrigens versprochen hat, dass er kommt zum Gucken. Okay, das ist ein bisschen komisch. Also, Philippe, der ja auf ekelhafte Art und Weise ja sich da trennen musste von Kevin und hier, wie heißt der andere? Ihr wisst schon, der zum Therapeuten jetzt gehen möchte. Martin. Ich meine, ihr habt euch ja noch nicht mal Tschüss gesagt. Ihr wart so erleichtert, dass die ausgezogen sind. Und danach ist Philippe auf eine Fashion-Show gegangen, die Kevin veranstaltet hat. Das finde ich ein bisschen komisch. Das ist genauso komisch, wie Yasin Paulina die ganze Zeit richtig gehasst hat und sie als Teufel dargestellt hat. Und dann beim Auszug sich wieder mit seiner Erzfeindin, die er ja nie wieder in seinem Leben sehen möchte, versöhnt hat. Hat zu mir gesagt, du bist super gelaufen, haben wir uns wieder lieb. Da war für mich die Sache auch gegessen. Mein Gott, es war eine Show. Es ist ja immer noch eine Unterhaltungsshow und keine Aufklärungsshow. Die haben dann wieder miteinander geredet und waren gut miteinander. Hat Philippe was dazu gesagt? Er hat mir seiner besten Freundin vorgestellt. Sache war für mich gegessen. Schluss aus Ende. Das finde ich richtig creepy. Und dann, als die Ausstrahlung kam, hat sich wieder alles verfeinert und verhärtet von seiner Seite aus. Ich habe ihn auch gar nicht mehr gegrüßt, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, aber Freunde von mir haben ihn kennengelernt und die haben genau das gleiche Bild wie viele andere von mir, wie viele andere es haben von ihm, die ich kenne. Von daher, irgendwann fällt die Maskerade halt und ich habe die Schnauze endlich voll.
langsam voll, Entschuldigung, mich von Leuten diskreditieren zu lassen, die mich überhaupt nicht kennen, die überhaupt gar keinen Schimmer davon haben, was in der Villa abgegangen ist. Mein Gott, es waren 24/7, es ist nur ein Bruchteil davon gezeigt worden. Muss ich mich ständig beleidigen lassen bei Instagram? Nein, muss ich nicht. Also ich würde auch sagen, Leute, beleidigt niemanden. Ich würde niemals, also ich toleriere das gar nicht, so, dass man da unter die Gürtellinie geht, die Leute beleidigt und so weiter. Andererseits ist es natürlich auch immer eine Gefahr, ne, weil er sagt, er ist ja gar nicht so. Ne? Das ist jetzt einfach schlecht dargestellt von RTL. Ne? Und das ist halt immer das Risiko. Ne? Du bist halt wirklich, wie Sandra auch, dem Schnitt und der Ausstrahlung ausgeliefert. Ich habe die Schnauze voll, dass Aurelia, Jenny, Natalie angeschrieben werden, mit was für Leuten sie überhaupt abhängen. Ihr kennt mich doch gar nicht, ihr kennt auch Martin nicht, deswegen... Haltet einfach die Fresse. Ja, aber die Leute machen sich halt eine Meinung. Ne? Die bilden sich halt eine Meinung und ich muss sagen, ich bin auch irgendwie dann so, wenn ich das so sehe, dann Verhalten, wie es geschnitten wurde und so weiter, stark verwundert, dass du Freunde hast, um ehrlich zu sein. Aber gut, auf der anderen Seite gibt es ja auch für alles einen Abnehmer und ja, wenn sich dann solche Leute zusammentun, dann haben die halt eine Freundschaft, ne? Und dann sind die halt beide so. So wie bei dir und Martin jetzt zum Beispiel. Da haben sich halt irgendwo auch zwei gefunden. Ihr seid ja auch oftmals so richtig synchronisiert, ne? Wenn ihr die Leute dann so anguckt wie der Tod, das passt dann ja auch, ne? Naja, damit haben wir jetzt einfach mal einen Haken am Prince Charming gemacht. Ist jetzt auch ein Weilchen her. Muss sagen, also, wenn Philippe wirklich danach irgendwie noch auf gut mit dem war, finde ich das echt ein bisschen komisch und unauthentisch. So, dann haben wir hier Vanni schreibt und sie hat hier Verlierer der Woche, Sandra. Ich glaube, Sandra sollte sich dringend einen Psychopathen suchen, denn ihr Männergeschmack ist fragwürdig. Ja, natürlich war die Szene heiß, in der Paco ihr sanft in den Nacken knabbert, atmet, küsst, you name it. Und ich liebe es, wie sie sich nimmt, worauf sie Lust hat. Aber wir wissen alle spätestens seit Bianca, Melissa, Yilis, you name it, dass Paco ein ganz schöner, literally Schlawiner sein kann. Deswegen gilt Obacht. Ich hoffe, dass Sandra sich hier nicht die Finger verbrennen wird, sonst wird der Titel Verliererin der Woche ihr kleinstes Problem sein. PS, hört mal bitte auf, tote Winkel zu suchen. Wir verdienen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay? Und dann sagt Sandra, mein Männergeschmack ist fragwürdig. In der Folge war ich heiß auf Paco. Und wie gut, dass mich seine Vergangenheit und seine gescheiterten Beziehungen nicht interessieren. Naja, wäre aber schon wichtig, ne? Dass du einfach mal so ein bisschen weißt, mit wem du es zu tun hast, ne? Ja, jetzt kommen wir zu Jessica und Abdu. Ich habe die beiden ja mal kennengelernt, wisst ihr ja, ne? Hab auch ein Interview mit denen und die sind wohl nicht mehr zusammen. Was sagt sie hier? Weil gerade schon mein Nachrichtenfach explodiert. Ja, ich habe mich von Abdu getrennt. Nein, ich möchte vorerst nicht darüber reden, weil ich jetzt erstmal Zeit für mich brauche, um damit klarzukommen. Ich liebe ihn, deshalb könnt ihr euch vorstellen, wie weh mir das Ganze tut. Aber mich liebe ich definitiv mehr. Deshalb melde ich mich somit bei euch allen die nächsten Tage ab. Habe jetzt erstmal einiges zu klären. Ich hoffe, ihr versteht das. CEO, oh Mann, ihr wart so sweet miteinander. Und ja, natürlich verstehe ich das. Ne? Man liebt jemanden und trennt sich trotzdem, weil man eventuell für sich einstehen muss und so. Ne? Und das fühlt sich auf der einen Seite gut an, aber auf der anderen Seite ist es ein schwieriger Prozess. Aber ich sage dir, habt keinen Kontakt mehr zueinander. Weil damit verlangsamst du einfach die Trennung. Ne? Das ist wie mit den Zigaretten. Wenn du aufhören möchtest zu rauchen, kaufst du dir keine Stange Zigaretten. Zitat Stefanie Stahl. Und es ist wirklich so. Wirklich so. Wenn du beispielsweise im Februar dich von einem Freund getrennt hast und ihn aber jetzt im Juni zuletzt gesehen hast, weil ihr euch alle 2-3 Wochen seht, dann würde ich sagen, dein neuestes Trennungsdatum ist Juni. Weil solange du diesen Menschen siehst, kannst du dich nicht trennen. Das ist meine feste Meinung. Dann war hier der Erik Sindermann in einem, ich würde sagen, Kinky-Outfit auf dem roten Teppich. Und er wurde des Platzes verwiesen. Finde ich ganz komisch. Also, warum? Warum dürfen dann Frauen einfach nur ein BH und eine Unterhose tragen und darüber ein durchsichtiges Netzkleid oder so? Verstehe ich jetzt nicht. Er hat doch eine Hose an. Oberkörperfrei sitzen die doch eh alle im Interviewraum und dann hat er so eine Maske auf wie Ariana Grande. Warum wurde er jetzt rausgeworfen? Verstehe ich nicht. So, und jetzt hier zu John Kaplan, der heiße Boy. Und zwar, diese von Ihnen gewählte Adresse ist auf unserem Server nicht mehr vorhanden und es geht um
etwas zum Sommerhaus der Stars. Ey, ich sag euch, ne, wenn diese ganze Kacke losgeht, ne, also nicht Kacke, ich find's ja geil, Sommerhaus der Stars, freue ich mich wie ein Baby, weil ich möchte einfach wissen, was in dieser Staffel abgeht. Das ist ja wohl kaum mehr auszuhalten. Jetzt gucken wir uns an Jessica von Ex on the Beach. Ich find's gerade irgendwie voll witzig, weil wir uns eigentlich in der Villa gut verstanden. So, ihr habt's selber mitbekommen, Bermuda-Dreieck, und hast du nicht gesehen. Aber daran sieht man leider immer wieder, dass manchen Leuten dann der Fame wohl doch ein bisschen wichtiger ist und dass man dann wirklich so viel Langeweile hat und so viel über andere Leute reden muss. Ja, es ist halt keine, ihr seid halt keine Blutsgeschwister gewesen, sondern Hyaluron-Geschwister. Und das hält dann wohl doch nicht so lang, ne? Weil Hyaluron baut sich auch ab. Es geht um, wie heißt die eine, oh Gott, die so sich ziemlich verunstaltet hat, in meinen Augen, die mit Jermaine auch mal was hatte, die in Dubai oder Abu Dhabi lebt. Ihr wisst, ne, wen? So, die hat über sie gelästert und angekündigt, sie droppt da ganz viel Scheiße. Also der Dreier und Yasin und auch Bellas Namen erwähnt, das finde ich komplett unangebracht. Okay, na, da gibt es ja eh so ein paar Gerüchte, was da passiert sein soll in dieser, in diesem Hotel. Oh Mann, wie heißt sie denn? Ach, Vicky. Vicky, ja, hat, glaube ich, keine einzige Love-Story selbst gehabt. Alle um sie herum haben sich vermehrt und gepaart und haben Babys gezeugt und sie war so einfach nur da. Und jetzt möchte sie halt in Dubai auch noch ein bisschen was abbekommen vom Fame. Naja, ich hoffe, sie hat das bekommen, was sie wollte. Follower, Story-Views, was auch immer. Indem sie einfach so viel über andere Leute gesprochen hat, aber halt nichts über sich selbst erzählen konnte, weil sie da einfach zu langweilig war. Ja, was soll sie denn erzählen, die Arme? Na? Gibt's ja auch nicht so viel bei ihr. Außer, dass sie Geld liebt, dass sie auf natürliche Schönheit steht und ja. So, ich habe auch einige Sachen erfahren über sie, worüber ich niemals gesprochen hätte, aber wenn du mir so kommst, sie ist, seitdem sie mit Jermaine zusammen ist, so ein bisschen so auf den, ne? Mhm. Aha, ist spannend. Und aber wenn das doch deine Werte sind, ne? Und wenn du sagst so, nee, ich möchte mit diesen Stories nicht auspacken, dann mach das doch auch nicht. Dann lass sie doch niveaulos sein, aber lass dich doch dann auf das Game nicht ein. Also ich zum Beispiel habe ganz fest beschlossen, das kann ich auch wirklich, wirklich allen sagen, egal wer gegen mich schießen sollte, ne? Ich sag dazu nichts mehr. Ich sage dazu nichts mehr, weil ich das nicht möchte. Und da muss man sich auch nicht aufs gleiche Niveau herablassen, ne? Ich habe das ja früher mal gemacht und da bin ich nicht so gut mitgefahren und jetzt bin ich so, auch wenn ich was sehe, ich kriege ja immer alles zugeschickt und so, bin ich nicht mehr so, okay, do it, aber ich guck mir das, also ich sehe das dann, aber ich gehe darauf nicht ein. So, dann haben Jermaine und Jessica jetzt auch einen YouTube-Channel. Die wollen ihr Konkurrenz machen. Und da lüften sie jetzt noch mal ein paar Dinge, die so passiert sind. Dann sind wir alle in zwei Hotels gekommen. Stopp. Finale. Alle haben ultra viel getrunken. Unglaublich viel. Marvin und ich haben wirklich Flaschen geäxt, Weinflaschen. Eklig. Ziemlich eklig, aber ja, ich war auf jeden Fall total schamdrunk. Okay, also sie wirft ihm irgendwas vor, er möchte sich ein bisschen rausreden, er fällt ihr so ins Wort so ein bisschen und so, ist aber wahrscheinlich spielerisch gemeint. Ich gucke ja immer auf die roten Fahnen, ne? Jedenfalls sind wir dann in zwei Hotels gekommen, die müsst ihr euch vorstellen. Jermaine, ich, Marvin und Paulina in eins zu viert, okay? Und der ganze andere Rest in eins. In ein Hotel, aber in zwei Zimmer natürlich. Nicht zu viel in ein Zimmer. Natürlich nicht. Unsere Zuschauer denken sich das auch nicht. Ist das dumm oder was? Jedenfalls sind wir in dieses Hotel gekommen. Und was ist? Dieser Herr, todesbesoffen. Auf einmal wie ausgewechselt, als wirklich jetzt. Auf einmal kalt, Leute. Nichts mehr von... Ja, ich habe Gefühle für dich. Ich habe es euch doch gesagt. So, da war er auf einmal kalt. Ne? Dann sind die auf einmal alle anders oder was, nachdem sie da ausgezogen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Sind wir in dem anderen Hotel dann angekommen. Die beiden sind mit uns gefahren. Und wir haben die ganze Bus, Taxifahrt, was auch immer, gesagt,
ey, wir wollen nicht, dass ihr mitkommt, so diese negativen Vibes, haben wir keinen Bock drauf. Es hat sich im Taxi noch weiter die ganze Zeit hochgespielt, die ganze Situation. Anstatt dass sich gelegt hat, gab es noch mehr Stressgefühl, doch. Achso, also Marvin und Paulina sind dann mit denen gefahren, aber die beiden hatten eigentlich gar keinen Bock auf deren Gesellschaft, weil Marvin und Paulina hatten erstmal was zu klären. Und ja, die waren eigentlich auf Folge 7 oder auch nicht, weil ich dachte, jetzt war Jermaine so kalt und so. Was war denn da jetzt? Positive Vibes oder Reality Check? Ihr müsst euch vorstellen, Mexiko, unnormal streng. Unten steht Security, okay? Und das war auch wirklich kacke von uns, so das muss ich im Nachhinein auch wirklich zugeben. Wir haben halt gesagt, dass die beiden, dass wir nicht wollen, dass sie mit uns sind, dass sie uns belästigen. Da denke ich mir so, zum Glück kriegt ihr es hin zu atmen eigenständig, ne? Also sie sind einfach in Mexiko, was jetzt auch nicht so das sicherste Land ist und so. Und dann sagen sie und Paulina, wenn ich das richtig verstanden habe, zu den Securities Marvin. Marvin und Jermaine würden die belästigen. Seid ihr gegen die Wand gelaufen? Wisst ihr, wie gefährlich das sein kann? Mit diesem Security-Typ. Kann man sowas machen? Ja. Mann, so, es war einfach aus dem Affekt. Ja, passiert halt mal, ne? So, dass man sich in Lebensgefahr eventuell auch begibt und so. Ja, klar. Ein Drama, ihr das ihr habt gesagt, dass wir euch belästigen. Bitte schickt die weg. Auf jeden Fall haben die Securities dann zu uns gesagt, ey, wir rufen jetzt die Polizei, weil ihr belästigt diese zwei Frauen. So, wir so, hä? Wir sind von der gleichen TV-Produktion, so, wir wollen einfach nur zu unseren Freunden ins Hotel. So, abgesehen von diesen beiden Girls. So, wollen wir einfach wirklich da rein und unseren Spaß haben, unseren letzten Abend genießen, sind aus Deutschland, fertig. Auf einmal gab es da ein Hin und Her und ein Drama und was auch immer. Im Endeffekt kam dann auch fast die Polizei. Wir wollten halt wirklich nicht, das war natürlich nicht unsere Intention, ja, dass auf einmal die Polizei in Mexiko auftaucht. Nicht, gar nicht. Also so, ja, wir haben einfach den Leuten Belästigung vorgeworfen und wir wollten aber nicht, dass die Polizei kommt. Ja, das ist alles voller Spaß und das ist alles, ja. Leute, ich würde euch, wenn ich eure Mutter wäre, ne, ich würde euch so Ausreiseverbot geben. Ich würde sagen, ihr dürft nur noch in Hamburg innerhalb, in Deutschland innerhalb der Städte reisen. Das ist ja lebensgefährlich. Und an sich war es einfach auch wirklich am Anfang extrem schwer, weil ich bin eine Person, ich kann nicht alleine sein so und ich möchte wirklich meinen Partner eigentlich 24/7 bei mir haben. Also ich würde sagen, sie ist eine ängstlich klammernde. 24/7 den Partner bei sich haben, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Könnte sein, dass das eventuell nicht so lange hält. Nur so. Oder aber die bauen sich dadurch eine sichere Basis auf und können dann mehr vertrauen und dann trotzdem auch ein bisschen voneinander getrennt agieren. Und wir haben uns teilweise dann 3 Wochen nicht gesehen, weil ich arbeite Vollzeit so. Du warst beschäftigt. Wie macht sie das eigentlich mit ihrem Vollzeitjob? Kriegt sie dann immer so kurzfristig Urlaub? Was macht sie eigentlich? Also wenn Jermaine Yasin gewesen wäre, dann hätte er sich einfach nicht mal bei ihr gemeldet. Also wenn die sagen, die haben sich zwischendurch auch mal 3 Wochen nicht gesehen und dann sind die immer noch zusammen, ist das schon krass. Ja, jetzt zu der Frage, ob wir immer noch ein Pärchen sind. Man kann wahrscheinlich auch sehen, wie wir schon ein bisschen hier so Abstand miteinander haben. Ja, ist halt einfach schwierig, ne? Jeder weiß, dass wir uns kennengelernt haben, aber diese Entfernung hat uns nicht auseinandergebracht. Voll schön. Da muss ich sagen, ich bin überrascht. Ich hätte das nicht erwartet beim Jermaine. Habe ich falsch gelegen. Klasse. Hat uns noch enger zusammengeschmissen. Sweet irgendwie. Ich freue mich voll für die beiden, wirklich. Und ich habe auch, also ich habe ja nichts gegen die, ne? Auch nicht gegen Jermaine und so. Aber er hat sich halt auf eine Art und Weise präsentiert die letzten Jahre. Natürlich habe ich ihm das nicht geglaubt. Wir sind auf jeden Fall ein glückliches Pärchen, ne? Und wir sind happy, dass wir immer noch sind. Wir haben es euch eingezeigt. Alle haben gehatet. Ja. Bitch. Alle. Bitch. Fuck the world. Ja, okay. Aber ihr könnt auch, also was heißt hate, ne? Also wir haben es einfach nicht für möglich gehalten. Aber bleibt bei euch, freut euch für euch und seid nicht so rachsüchtig, ne? So, lieber einfach das Glück feiern und so. Alle, die gesagt haben, es wird nicht zwischen uns. Alle, die gesagt haben, es wird nichts zwischen uns, ihr kennt uns mal, weil wir sind so happy. Wer ist jetzt noch zusammen? Wirklich. War sie schon immer so mit diesem Ding oder ist das wirklich so ein bisschen neu bei ihr? Und Leute, auf jeden Fall, wie ihr schon gesehen habt, haben wir einen YouTube-Channel. Wir werden euch natürlich in unserem Leben mitnehmen, wie es so ist, eine Fernbeziehung zu führen und
wie generell unsere Zeit miteinander ist, ne? Oh Mensch, wie süß. Ja, dann stay tuned. Die wollen jetzt irgendwie auch einen Vlog machen oder so. Wie die, keine Ahnung, sich die Puppe entwachsen lassen. I don't know. Auf jeden Fall könnt ihr da ganz viel verfolgen. So Couple Goal mäßig. Also bleibt da auch dran. Nun kommen wir zu Gloria. Gloria hat ja ihre psychologische Reise angefangen, hat sie uns irgendwann mal erzählt. Und Teil dieser psychologischen Reise ist, dass sie regelmäßig an sich schnippeln lässt, um irgendwas Hängendes wieder ein paar Etagen höher zu bringen oder zu straffen oder zu kürzen oder so. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Auf jeden Fall wollte ich euch ja heute was erzählen. Also, einmal Frühstück. Das ist nicht das, was ich erzählen will. Aber für die, die es letzte Mal gefragt haben, das ist natürlich keine Erdbeermarmelade, sondern Ketchup. Und das ist sogar richtig viel Ketchup, weil das nämlich so zuckerfreies Ketchup ist und ich wirklich seit ein paar Wochen sehr wenig esse und ich gönne mir dieses Ketchup auf diesem Essen und ich liebe es. So. Okay, sie hat also richtig so ein Sanierungsprogramm, ne? Sie will jetzt schlanker werden, sie will, ne, optimieren, bis der Arzt kommt. Ihr wisst ja, dass ich immer offen mit euch rede, wenn es um Schönheits-OPs und so weiter geht. Ja, das ist auch Teil deiner Kooperation, ne? Die kriegst du dann ja auch umsonst. Und deswegen redest du mit uns. Ich kann mir nicht vorstellen, also sie macht mir jetzt nicht den Eindruck, als würde sie sonst sich den Hunden zum Fraß vorwerfen. Und es steht auch wieder was an. Ist aber nur eine kleine OP. Ja, nur eine klitzekleine OP. Ich lasse mir die Augenlider straffen. Ist ein Routine-Eingriff. Ist wie wenn du so eine Halsschmerztablette nimmst. So klein, ich sage es euch. Und kurz einmal vorweg, es ist mein Körper. Ich mache mit meinem Körper, was ich möchte. Ich mache es für mich. Und genau so solltet ihr es auch machen. Das heißt, wenn ihr eine OP macht, niemals für jemand anderen. Wenn ihr eine OP macht, auf keinen Fall für einen Typen. Und wenn ihr eine OP macht, informiert euch davor. Ausgiebig, vor allem über die Ärzte. Macht eine OP nicht einfach schnell irgendwo im Ausland, weil es billig ist, sondern sucht euch die Ärzte aus, macht auch mehrere Gespräche und entscheidet euch dann final, wenn ihr mehrere Beratungsgespräche hattet. Mich würde interessieren, ob sie tatsächlich mehrere Beratungsgespräche hatte oder ob sie einfach zum Dr. Huema gegangen ist, weil Dr. Huema gerade irgendwie alle für Werbung operiert. Das würde mich ganz doll interessieren. Und ich finde es aber auch schwierig, also selbst wenn du zu 10 Ärzten gehst, die verkaufen sich alle supi-dupi ultra geil. Na, ihr redet mit jemandem, der wirklich alles, was ich angefasst habe, wurde nie so, wie die Natur das wollte. Ich arbeite da auch an etwas für euch, weil ich das gerne nochmal so für mich aufarbeiten möchte und auch allen etwas an die Hand geben möchte, die denken, sie müssten optimieren und einfach mal auch so die andere Seite der Medaille, was da alles so passieren kann, wie lange man damit so durchs Leben watschelt, ne, mit meinem Bauch. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren ist jeder Strandbesuch davon geprägt. So. Und, ja. Und die Ärzte waren immer alle ganz toll. Aber ich finde, wie ein Arzt richtig ist, findest du erst heraus, wenn du zur Nachsorgeuntersuchung gehst und du sagst, hier ist was schiefgelaufen. Weil dann kommt der wahre Charakter raus. Und dann gibt es wirklich Ärzte, die sagen, auf einmal, ne? Meinen Sie, es liegt an der verfuschten OP oder ist es hier oben etwas, wo ich mir so denke, warum hast du das denn nicht in Erwägung gezogen, als ich zur Beratung kam? Weil da wolltest du mir das verkaufen, ne? Und da hast du dann auch mein Geld genommen und so. Und jetzt, wo du was schief gemacht hast, kommst du mir mit oder liegt es an deiner Psyche? Ich habe meinen Arzt des Vertrauens und das ist der Dr. Huema, bei dem habe ich auch meine Brüste machen lassen. Und die waren auch schon hardcore gesponsort. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was möchte sie denn machen? Was will sie schon wieder machen? So, was will sie jetzt schon wieder machen? Was könnte kürzer, kleiner, größer, länger, whatever sein? Ich zeig's euch. Und zwar, also man sieht es auch trotz Filter. Warum benutzen die auch alle Filter, Leute? Verstehe ich gar nicht. Ich würde niemals in einer Story einen Filter verwenden. Was wollt ihr denn nach außen strahlen? Und schämt ihr euch, euer Gesicht normal zu zeigen? So,
Was ist das? Ich verstehe nicht, warum Menschen Filter benutzen. Lasst einfach die Scheiße. Die Leute sehen euch irgendwann eh live. Und was sagt das auch über dein Selbstwertgefühl aus? Also, nee. Und zwar dieses hier. Also, mein Schlupflied. Ich habe hier schon wirklich ein starkes Schlupflied. Oh mein Gott. Es ist dann wirklich wie eine Plane. Wie ein Zelt. Und es ist auch wirklich morgens, vor allem seht ihr jetzt, wie das dann bleibt. Also das ist wirklich super schwer. Ja, ist richtig schwer, ne? Also wenn ich mir das ansehe, ne, und da beziehe ich mich natürlich mit ein, ne? Zum Beispiel mit meinem Bauch. Ja, ich habe das ja vielen jetzt auch erzählt und die so, Sunny, wir finden, du brauchst das gar nicht, ne? Wir sind schon, also wir haben schon richtig krasse First World Problems, ne? So, wenn du das jetzt jemandem zeigst, der irgendwo, weiß ich nicht, ganz andere Sorgen hat. Guck mal, mein Schlupflied ist so schlimm. Oh, es ist so schwer morgens so. Das ist schon Luxus. Und es liegt so richtig auf meinem Auge drauf, dass ich auch morgens sehr oft die Augen kaum aufbekomme. Sie kriegt morgens einfach die Augen nicht auf. Sie läuft quasi erstmal eine Stunde mit Augen zu durch die Gegend, weil das ist so schwer. Das wiegt locker 3 Kilo. Und es dann erst im Laufe des Tages besser wird. Und es stiehlt ja auch ganz viel vom Tag, ne? Weil wenn du die ersten 4-5 Stunden die Augen nicht aufbekommst, ne? Dann hast du auch nicht so viel vom Tag. Und weil mich das halt wirklich einschränkt und stört. Also es schränkt sie richtig ein, sie kann damit auch kein Auto fahren und so weiter. Also ich habe es bis jetzt ein bisschen vermieden, mit euch darüber zu reden. Weil es natürlich bestimmt auch den einen oder anderen gibt, der jetzt sagt so, oh nee, das brauchst du doch nicht, warum machst du das? Und genau, aber dann hat Dr. Hue immer ihr eine Voicemail geschrieben, also eine Voice aufgenommen oder ihr eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Gloria, wenn du hier übermorgen for free deine Lieder straffen lassen möchtest, dann machst du jetzt bitte die Story, ne? Mit Verlinkung und so, weißt du Bescheid? Und sie so, ja, ich bin doch eh immer so offen mit meiner Community, also mache ich das jetzt einfach. Ich möchte es halt machen, genau, das ist die Begründung, ich möchte es machen, mich stört's, deswegen mache ich es. Ja, soll sie auch. Ne, ich mache jetzt hier ein paar Witze so, aber da muss sie halt durch, muss jeder von uns, der sich in der Öffentlichkeit irgendwie zu etwas austauscht, ja, aber wenn es sie stört, wenn es sie am Ende glücklicher macht, soll sie es machen. Und ich weiß auch, dass man sich so akzeptieren sollte, wie man ist, aber wenn es Möglichkeiten gibt. Ne, hätte, Fahrradkette, man sollte und so weiter, meinte meine Coachin auch, aber möchte ich nicht. Es gibt ja die Möglichkeit. Um sozusagen Dinge zu machen, um sich einfach wohler zu fühlen, warum soll man es dann nicht machen? Ne, dann soll man es auch einfach machen. Und wenn es dann auch noch for free ist, liebe Leute, was soll ich sagen, ne? Warum ich mich für den Dr. Huemer entschieden habe, liegt an meinen Brüsten. Die hat er so abnormal gemacht, wirklich. Meine Brüste sind so mit das Geilste an meinem Körper. Und das ist halt sehr, sehr traurig, ne? Irgendwie. Weil so ihre Brüste sind halt nicht, also sind halt operiert, ne? Und sie sagt einfach, das ist das Schönste an ihrem Körper. Man muss sich das einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja. Yes. Was ist das Schönste an meinem Körper? Kann ich gar nicht sagen. Könnt ihr sagen, was das Schönste an eurem Körper ist? Das Schönste. Das Schönste. Also wenn ich eine Sache sagen müsste. Oh Gott, was würde ich denn sagen? Voll die gute Frage, ne? Nee, kann ich mir nicht entscheiden. Ich finde viele Sachen schön. Meine Haut, meine Lippen. Meine Seele. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber deine Narbe sieht man, weil es ja immer wieder kommt. Ist auch so, weil ich nämlich ein Problem habe. Also mein Körper hat ein Narbenproblem. Der bildet gerne sozusagen diese Wulstnarben. Ach, ehrlich? Also dein Körper hat nachgewiesenermaßen ein Problem und zwar bildet er so Wulstnarben und dann lässt du dir die Augenlider machen und lässt die hier nochmal schneiden mit der Gefahr, dass du eine Wulstnarbe auf dem Augenlid bekommst und dass es dann noch dicker wird und du gar nichts mehr vom Tag hast. Ja, also ein paar haben schon gemerkt, ich habe auch ein bisschen abgenommen und ich bin gerade ein bisschen am Abnehmen, ein bisschen. Es sind eigentlich schon 7 Kilo, die ich innerhalb von, also die letzten 1,5 Monate runter habe.
fast 8 Kilo eigentlich. Fresh, oder? Hihi. Cool. Ich gehe auf jeden Fall zum Reiten. Das ist mein Outfit. Ist das so ein typisches Sportoutfit? Also ich bin nicht im Outdoor-Reiten-Game. Ich reite schon gerne manchmal, aber zu Hause. Aber ich dachte, da zieht man sich so anders an, aber ist auch egal. Naja, sie hat abgenommen, sie freut sich. Ganz ehrlich, Leute, das kann ich verstehen, wenn sie sich einfach schlanker, wohler fühlt. So. Und ich glaube, ihre Augenlidstraffung ist auch gut gelaufen. Ich hoffe, jetzt hat sie mehr vom Tag. Gefahr bei der Augenlidstraffung. Ich kenne jemanden, der hat sich das machen lassen und dann wurde aber zu viel abgeschnippelt, ne? Und dann hat die Frau ihr Auge nicht mehr zubekommen. Und dann musste sie täglich mehrmals täglich das Auge befeuchten. Ne, weil es halt einfach, sie hat ihre Augen nicht mehr zubekommen. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, da müssen sie jetzt ein paar Jahre warten, das wird dann wieder ein bisschen schlaffer. Und dann kriegen sie die vielleicht irgendwann zu. Und dann hast du bleibende Schäden. So, es kann halt alles passieren. Und deswegen, it's dangerous. Halt jeder OP ist gefährlich. Das ist halt jedes Mal auch eine Vollnarkose und so, ne? Wobei, sie hat da, glaube ich, eine Betäubung bekommen. I don't know. Schönheits-OP ist halt einfach, ne? Wir wollen irgendwie schön sein. Das ist, ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ich will auch, ich habe wirklich diesen inständigen Wunsch, das Bedürfnis, richtig schön zu sein. Und wenn ich zum Beispiel mit Leuten sitze, die irgendwie, weiß ich nicht, so in meinen Augen wunderschön sind, dann denke ich immer so, Gott. Und ich versuche halt auch wirklich dagegen zu arbeiten, anzuarbeiten. Das ist aber einfach wirklich nicht immer leicht. Und ich merke auch immer so, nach einer Trennung habe ich immer voll oft auch so Ideen, so, das könnte man noch optimieren, dann, wenn du dann eines Tages an ihm vorbeiläufst und er sieht, wie schön du bist, dann, ja, das sind halt destruktive Gedanken, die aber trotz vieler Arbeit immer noch Teil irgendwie sein können von einem und man ist nicht stolz drauf, ich bin da gar nicht stolz drauf, aber ich möchte ja auch nichts verkaufen, was ich nicht bin, wisst ihr, mir tut diese Offenheit, dieses Transparente, das tut mir einfach richtig gut. Es wird sich voll komisch anfühlen, das nicht zu sein. Ich liebe das auch. Ich habe so viele solche Freundschaften, wo das, also ich flexe jetzt nicht mit einer Anzahl der Freundschaften, aber ich habe wirklich mehrere Freundschaften, wo das so ist, wo wir uns einfach wirklich alles sagen. So, krass. Und es ist so schön. Es ist ein ganz schönes Gefühl. Ja, ich bin fertig mit dieser News-Folge. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wir haben jetzt hier über 50 Minuten. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, werdet ein Schnuffelhase. Seid kein stiller Zuschauer. Lasst uns in den Kommentaren wissen, alle, was ihr so vielleicht für Erfahrungen habt mit Beauty-OPs. Hattet ihr mal was, was irgendwie schiefgelaufen ist oder irgendwie sowas? Wie steht ihr heute zu Beauty-OP-Entscheidungen, die ihr vielleicht vor ein paar Jahren getroffen habt? Würdet ihr das nochmal machen? Und dann aktiviert die Glocke. Ne? Und geht auch rüber zu Instagram, okay? Piep, piep, piep. Ich hab euch lieb. Tschüss.